Dieses Gesetz, wogegen Sie verstoßen haben, ist das Strafgesetzbuch, also ein Paragraph im Strafgesetzbuch, sagt, dass man die Symbole und die Zeichen von verfassungswidrigen Organisationen nicht verwenden darf. Und der Hitlergruß ist solch ein Zeichen. Die beiden sind weitergereist. Diese Gruppe ist weiter auf Sightseeing-Tour gegangen. Welche Auswirkungen das jetzt hat, also welche Strafe zu erwarten ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das entscheidet ein Gericht, also die Justiz übernimmt dann irgendwann den Fall. Ja. Das Reichstagsgebäude ist ein wichtiges Gebäude. In dem Haus arbeitet unsere Regierung, unser Parlament ist dort untergebracht. Und der Reichstag war in dunklen Zeiten, nämlich im Nationalsozialismus, auch angegriffen worden bzw. in Brand gesetzt worden. Das heißt, dieses Gebäude steht unter einer ganz besonderen Beobachtung. Ja, im Prinzip wäre das ein Vorschlag, den man allen Touristen auf der ganzen Welt geben kann, sich ein bisschen mit der Geschichte und der Historie und den verbotenen und nicht verbotenen Sachen in dem Reiseland zu informieren. Das heißt, einfach mal ein bisschen sich vorher schlau zu machen, was ist in dem Land verboten, was ist in dem Land erlaubt. Das ist ja auf der ganzen Welt unterschiedlich.